Könntest du mir auch gleich nochmal die Nasenhaare stutzen? Klar. Hallo, Gaia. Ranjit, was machst du denn hier? Oh, ich habe einen neuen Job hier, ich putze. Ach, Ranjit, überlass das auch den Deutschen. Oh, das macht Spaß, die Arbeit. Na dann, was gibt's denn eigentlich? Oh, Kai, guck mal, hab ich meinen Kuh Benita. Hab ich meinen Kuh Benita, darf ich in den Garderobe stellen? Was? Du hast sie wohl nicht mal alle. Mach mal lieber mal eine Ansage, ja? Entschuldigen, war nur eine Frage. Oh, mein Schatz. Denk dran, Mustafa, ich muss so deutsch wie möglich aussehen. Kein Problem. Lass die Nasenhaare dran. Was guckst du? Hey du, was guckst du? Was guckst du? Und hier ist der Mann, der keine Kuh in seine Garderobe lässt. Gaia Jana! Hallo und herzlich willkommen bei Was guckst du? Mein Name ist Gaia Jana, ich bin halb Türke, halb Araber und habe trotzdem eine eigene Show. So wie ich das sehe, sind die meisten Leute hier im Publikum Deutsche, nicht wahr? Wahrscheinlich auch genauso zu Hause an den Fernsehgeräten. Obwohl jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Weißt du, Türk oder was? Also erkläre ich dem Rest mal den kleinen, aber feinen Unterschied zwischen einem deutschen und einem turko-arabischen Moderator. Bei dem Deutschen würde es wahrscheinlich so aussehen. Sehr verehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Und ganz besonders begrüße ich zu Bei uns Türken dagegen sieht das so aus, ey, Alter, guckst du mich an oder was? Ach, das ist der Kameramann. Hast du Glück, aber pass auf, sonst guckst du zurück. Bei dem Italiener sieht das wiederum ganz anders aus. Luigi, wo ist meine Plateauschuhe? Kannst du Kameramann nichts machen von unten? Und bei den Arabern ist das auch ganz interessant. Da ist die erste Reihe im Studio grundsätzlich leer. Das ist Sperrgebiet. Und wisst ihr auch warum? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber ich bin froh, dass wir hier in Deutschland sind. Zum einen ist die erste Reihe besetzt. Und zum anderen sind hier alle total hilfsbereit. Vor allem, wenn man Probleme hat mit der deutschen Sprache. Entschuldigen, eine Frage. Wo kann man hier gut... Oh, shit. Langsam. Wo kann man hier gut Popel essen? Wo ist hier die Toilette machen? Machen nichts. Machen nichts. Doch. Wo ist eine? Ja, ja, gut. Machen. Sie müssen zur Toilette. Hose. Nicht, ja, gut. Wenn Sie nicht rechtzeitig auf die Toilette kommen, dann geht es in die Hose. Entschuldigen. Wo kann man hier in den Rhein schiffen? Hier runter. Ja. Dann kommt unten. Haus und Säule. Mhm. So, ja, ja. Links um, hohe Straße. Säule. Und dann auf der rechten Seite. Essen, nix, Säule. Nein, klar. Okay. Richtig Kölner Essen. Gut. Und da ist Toilette. Dort Hosen. Der Toilette. Da ist Machen. Toilette. Und dann geht's auf Toilette. Dankeschön. Ja, bitteschön. Ihr Name? Olszewski. Roman. Nationalität? Pole. Und warum möchten Sie Anzeige erstatten? Hat man mir geklaut, mein Auto. Was los? Entschuldigung, es ist nur ein Pole, dem man das Auto geklaut hat. Egal. Haben Sie schon irgendwelche Hinweise auf den Täter? Nein. Haben Sie schon mal bei Ihren Bekannten in Polen nachgefragt? Vielleicht haben Sie ja. Naja. Waren in dem Wagen noch irgendwelche persönlichen Besitztümer? Persönliche was? Naja, Sachen, die Ihnen gehören. Tasche, Hut, ein Brecheisen. Jetzt komm, ich habe genug! Willst du damit sagen, dass er der Poli sein Dieb? Schon gut! Tut mir leid. Die dummen Vorurteile. Sie wissen schon. Hier, Sie müssen nur noch einmal unterschreiben. Also. Nehmen Sie meinen. Auf Wiedersehen. Was? Ach, nichts. Bin noch mal kurz weg. Mir einen neuen Kuli kaufen. Wo ist denn mein Portemonnaie? Und meine Schreibmaschine? Heinz, hast du? Ah ja, wo wir gerade
gerade bei Polen sind, ich habe eine Idee. Wir schalten jetzt einfach mal live ins polnische Fernsehen. Mal gucken, was da gerade so läuft. Oczywiście tak. Bravo. Hey, das gibt's nicht. Wer wird Millionär? Und da Günter Jauchski. Oh, jetzt kommt die nächste Frage. Jaki wieloznaczny, czy przeciwstawny, czy dwuznaczny, czy bliskoznaczny? Synonim. Also ich tippe auf naschnadmieszny. Zaznaczmy D. Wygrałaś 500 zł. Hey, da hatte ich doch recht. Ist ja auch einfach. Man nimmt irgendein Wort und hängt naschnadmieszny dran. Die sicherste Methode, Millionär zu werden, ist übrigens immer noch eine Sekte zu gründen. Und es gibt sogar eine mit einem eigenen Fernsehsender. Der ist nach einem Guru der Sekte benannt. Maharishi TV. Ah, hier, das ist er. Maharishi. Und in dieser Position erzählt er ungefähr 24 Stunden am Tag, wie man erleuchtet wird. Der kommt dabei mit gerade mal 10 Wörtern aus. Wir können uns das ja mal reinziehen. Called Transcending Process, Transcendental Meditation, where the mind transcends activity and gets to more silent level. And transcends that silent level, gets to more silent level. So it transcends activity, transcends activity, transcends activity. This transcending activity is the process of grabbing field of total knowledge. So, jetzt pass mal auf, jetzt verliert er nämlich gleich den Faden. Achtung, das weiß er noch, und jetzt? Field of all possibilities. Ja. Jetzt hat er sich selbst transzendiert. Da geht nichts mehr. Now you have Gott sei Dank, ja! Hallo, im deutschen Fernsehen ist es wichtig, gepflegt auszusehen. Deswegen bin ich heute bei meinem türkischen Lieblingsbarbier Mustafa Okutan. Hallo Mustafa. Und wo ich gerade hier bin, lass mir auch gleich die Haare schneiden. Kommt mal mit. Oh, super geschnitten. Fantastisch gemacht. Genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Dankeschön. Klasse. Vielen Dank. Dankeschön. Jetzt werden wir rasiert. Also ich werde rasiert. Ja. Einmal runter, ne? Zurück rasieren, sehr gefährlich. Tut der Haut weh, oder? Ja, ja. Tut wenn, kein Problem. Aber also, alle Schleck wachsen. Habt ihr gehört, Kinder? Ich weiß, viele 13-Jährige gucken sich jetzt zu und die rasieren gegen den Strich. Ja. Niemals gegen den Strich rasieren. Immer runter, egal, zweimal, dreimal immer runter. Zweimal, dreimal immer runter. Hoch, hoch, hoch rasieren, immer Schleck gewachsen. Dann nachher gefährlich. Sehr gut. Dann alle kaputt. Ja. Wir haben jetzt beide einen weißen Bart, ne? Ja. Zitronenparfum. Herr Okutan, ich habe nichts mit Ihrer Tochter, wirklich. Nee, keine Angst. Ganz schön rasieren, keine Angst. Bisschen hier hoch machen. Wenn Sie so direkt mit dem Messer am Kunden sind. Bitte nicht sprechen, jetzt gefällig. Verhandeln Sie dann nochmal über den Preis? Kleine Hautunebenheiten lassen sich damit auch wunderbar beseitigen. Oh, das fand ja richtig klar. Was ist das jetzt hier? Das ist gesund. Gut. Jetzt machen wir so. Das hat meine Mutter auch immer mit mir gemacht. Oder mein Vater, wenn er sauer war auf mich. Nur ein bisschen härter. So, jetzt ein bisschen in diese Haare ziehen. Welche Haare? Und ein bisschen eure Brand. Ziehen ein bisschen zu viel. Nicht nichts mehr. Tut es bei mir oder bei Ihnen jetzt? Ja. So. Diese Stelle so machen. Ja, mein Fadenkreuz ist, tut das schon weh. Ziehen, ziehen, dann kann ich wachsen. Ja, die trauen sich auch nicht mal sechs raus. Monate. Ziehen, sechs Monate kann ich wachsen, ungefähr. Haben Sie schon mal einen Kunden verloren? Diese Maschine muss ein bisschen Haare schneiden, Nase Haare schneiden. Oder Nase schneiden. Die Maschine haben die Türken auch schon mal vor Wien eingesetzt, oder? Keine Angst, keine Angst. Ja, sicher. Ein bisschen Haare abschneiden. Ja. Kleine Nase und Haare abschneiden. Gibt es das Gerät in allen Größen? Ja. Also eher in meiner Größe oder auch Stärke? Deine wunderbare Nase. So, jetzt ein bisschen eure Brand. Dann alles okay. So, diese Seite. Was machen Sie jetzt mit Säure? Ganz bisschen. Ich kann mir deinen Satz also ehren. Dann muss ziehen.
War Niki Lauda schon mal bei Ihnen? So, mein lieber Mann, Ende. Was muss der sehen? Fertig. Dankeschön. Bitte sehr, danke auch. Vielen Dank. Bitteschön. So, und jetzt kommen Sie dran. Ja. Guten Morgen, Chefingenieur Braun. Entwickeln Sie ein Auto, das außen kompakt und innen ein Van ist. Die hintere Sitzbank muss in 5 Sekunden ausklappbar sein und 10 bis 15 Personen mühelos Platz bieten. Das Dach sollte breit und stabil genug sein, um eine 5-Zimmer-Wohnung ohne Transportschäden von Köln bis nach Ankara zu befördern. Viel Erfolg, Chefingenieur Braun. Fast unmöglich. Aber nur fast. Der neue Ford Antalya ist sogar so kompakt und geräumig zugleich, dass er von außen wie ein sportlicher Zweisitzer wirkt und innen den Platz eines verkehrsüblichen Linienbusses bietet. Der Ford Antalya. Technik, die begeistert. Wissen Sie übrigens, an wen mich der Fahrlehrer Kelal Yildirim immer erinnert? An meinen Vater. Ja, der war haargenauso. Und gestern habe ich mal in meinen alten Kassetten rumgekramt. Und doch tatsächlich diese Live-Aufnahme aus dem Jahre 1977 gefunden. Ja, hier. So sah ich damals aus. Der da. Ein bisschen Ranjit ist in jedem von uns. Hier, das Foto ist auch sehr, sehr schön. Was haben wir hier? Oder das hier ist auch sehr, sehr schön. Da! Kajas erstes Nacktfoto. Und hier auf dieser Kassette gebe ich mein allererstes Interview. Und zwar meinem Vater. Wir können das mal einspielen. Jetzt, Kaya, kommt dran. Wie heißt du? Kaya Jana. Wie alt bist du? Kaya Jana. Wie alt bist du? Du verrückter Kind. Vier. Vier? Vier oder fünf? Vier. Wie alt? Vier. Fünf? Ja, vier. Vier, stimmt. Gut, was willst du, sprechen hier oder singen? Singen. Ja, gut, kannst du anfangen. Mit ein Klicklacker mit der Bus. Wir haben sehr viel Platz, hier unten und da ein Spatz. Also meine Frau möchte den Apollo-Teller und ich nehme das Gyros mit Krautsalat. Aber können Sie vielleicht das Gyros ganz lassen? Vielleicht? Ja, ganz lassen. Also eher wie ein Schnitzel. Schnitzel? Also Werner, du bist wirklich unmöglich. Da gehen wir einmal zum Griechen und was bestellst du? Ein Schnitzel. Lass mich doch. Also einmal Teller Apollo. Ja, bitte. Und eine Gyros mit Krautsalat. Genau, aber ganz lassen. Ganz, genau. So, bitteschön, einmal Gyros, aber ganz. Genau, ganz. Und einmal Krautsalat, ganz. Hallo! Hallo! Dankeschön! Hallo! Mein Name ist Ranjit. Mein Name ist Ranjit und Kaya kommt gleich. Der versteckt gerade meinen Kuh Benita. Aber ich nutze die Gelegenheit, um was zu sagen. Was hier in Deutschland passiert, ist Wahnsinn. Alle sind verrückt wegen Kuh. Und jeder hackt auf den Kühen rum. Vor allem im Schlachthaus. Ich meine, Kühe sind doch heilig. Und deswegen, ich habe gegründet Aktion Sorgenrind. Ja, denn eine Nation erkennt man daran, wie sie ihre Kühe behandelt. Was ist das für eine Gesellschaft, in der 400.000 Kühe sterben müssen und Dieter Bohlen singt immer noch? Ja, oder? Ja. So, und für die, die das immer noch nicht kapiert haben, dann greife ich einfach mal zu drastischeren Mitteln. Oh, schwieriges Wort, drastisch. Ich kann das. Drastische Mittel. Ja, und zwar zu Musik. Hier ist der inoffizielle Song zur offiziellen Aktion, Aktion Sorgenring, damit er endlich meinen Kuh Benita in Ruhe lässt, ja? Mach's ab. Hallo, mein Schatz, ich liebe dich, du bist
das beste Tier für mich. Die anderen finde ich alle doof. Du bist die Queen vom Bauernhof. Du bist so heilig, ganz speziell. Du hast ein wunderschönes Fell. Jetzt ruh dich aus und leg dich hin, weil ich in deiner Nähe bin. Und wenn ihr jetzt Rindsgulasch macht, dann ist ein Wort der Warnung angebracht. Esst lieber Schweine, die sind auch schneller gar als Rind. Schmecken gut zu Röstbratkartoffeln. Schweine sind halt leckerer als Rind. Ulo Pipila. Dieser Typ hat ihn. Und dieser Typ hat ihn auch. Nur dieser Typ hat ihn nicht. Den echt coolen Gang-Gang. Dabei möchte er so gern dazugehören. Doch jetzt kann ihm geholfen werden. Mit Bullenklöten. Ja, Bullenklöten machen da weiter, wo die Natur aufgehört hat. Ganz einfach unter eine handelsübliche Hose ziehen und fertig. Bullenklöten. Kleiner dürfen sie wirklich nicht sein. Ich habe gestern in meiner Lieblingszeitung, der türkischen Hürriyet, eine sehr interessante Anzeige gesehen. Schauen Sie mal hier. Und zwar Polizei in Hessen. Studienplätze frei, Polizeikommissarin oder Polizeikommissar. Eine Chance auch für Nichtdeutsche. Das hat mich natürlich total interessiert. Und deswegen habe ich mich bei der deutschen Polizei beworben. Und ich muss sagen, eigentlich könnte ich die ganze Sendung hier hinschmeißen. Und endlich mal was Ordentliches machen. Schönen guten Tag, mein Name ist Hasan Büksül. Ich rufe an wegen der Anzeige in die Hürriyet. Wegen, bitte was? Sie haben Anzeige in die Hürriyet, in die türkische Zeitung, wo Sie schreiben, Polizei in Hessen Studienplätze frei. Ah ja, ja genau, Herr Büksül. Ja, nee, Büksül. Büksül? Ach, Büksül. Wenn Sie die Ausbildung machen, da bekommen Sie nur eine sehr geringe Ausbildungsvergütung. Wie viel ist die geringe? Ich könnte, glaube ich, so um die 1200 Mark sein. Da bin 1200 ich mir Mark? Sicher. Ja. Da bekomme ich aber mehr, wenn ich, weißt du, wenn ich für die andere Seite arbeite. Ja, natürlich. Die andere Seite verdient immer mehr. Apropos Knast, mein Bruder ist im Knast. Kann ich ihn rausholen, wenn ich bei der Polizei arbeite? Herr Öksü. Wie sieht aus mit den Aufstiegsmöglichkeiten? Ab wann wird man Robocop? Das kann ziemlich schnell gehen, weil wir ja gleich schon im gehobenen Dienst eingestellt sind, im Gegensatz zu manchen anderen Bundesländern. Das heißt, Sie werden schon gleich Kommissar, wenn Sie mit der Ausbildung fertig sind. Und dann zum Oberkommissar ist der Weg eigentlich nicht so weit. Das ist cool, weil ich arbeite momentan so Security und so. Ja. Weißt du, so durchstehe. Und ich finde es total geil, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutreten, weil im Eintreten bin ich super. Im Eintreten bin ich super, ja. Kann ich mir vorstellen, wenn Sie Türsteher sind. Warum haben deutsche Polizisten so komische schwarze Uniformen? Also, warum haben sie keine so schwarze Uniformen? Kennen Sie die von den Amerikanern? Die haben so coole schwarze, wie so in den Filmen. Und grün sieht irgendwie so schwul aus. Finden Sie als Frau nicht auch schwarz besser? Nö. Mir ist das egal, was die für Uniformen anhaben. Mir ist nur wichtig, was in der Uniform drin steckt, ob das ein guter Polizist ist. Und kriegst du während der Ausbildung auch die eure Dienstwaage? Weil das so, ihr habt so komische, ihr habt nur Audi. Kann ich meinen 3er BMW mitbringen? Ja, nein. Die ist tiefer gelegt. Das glaube ich, ja. Ja. Also, Herr Büchsel, mach mal so, ich schicke Ihnen die Broschüre zu, ja? Ja. Gell? Und dann können Sie alles nach. Letzte Frage, wenn ich da mitmachen will, wann kann ich anfangen, wenn Sie mich nehmen? Sie können sich bewerben zum Februar und für den September. Da stellen wir ein. So bald schon? Ja. Aber ich komme erst in 2 Jahren aus dem Knast. Ja. Wo man auch ein
eine Gänsehaut bekommt, ist bei der sudanesischen Hitparade. Und zwar nicht nur als Zuschauer, sondern auch als Moderator. Guckst du nochmal. Das da ist der Sänger und das ist der Moderator. Und Achtung, gleich kommt das große Finale. Aber übrigens, können wir das Ganze nochmal sehen? Ich glaube nämlich, ich weiß, wer die Deko zusammengenagelt hat. Ja, das hatten wir eben gerade nochmal. So, und jetzt kommt der Moderator und jetzt schauen Sie mal sich den Daumen an. Auf dem Meisterschützenfest! Hier treffen sich sturzbetrunkene Menschen in lustigen Kostümen, um den Vogel abzuschießen! Eine, wünsch mir Glück! Eine Frage, Entschuldigung. Das hier ist doch ein Umzug, oder? Ja. Wo sind denn dann die ganzen Möbel? Möbel sind nicht da. Sie sehen aus wie Volksarmee, ehemalige DDR. No. 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 Yes. Nee. Speak Deutsch? Nein. Ich weiß jetzt, was das ist. Das ist eine Militärparade. Da zeigen die Deutschen ihre modernsten Waffen. Kennen wir aus Arabien. Achtung! Präsentiert das Gewehr! Stillgestanden! So ist gut. Schießen! Entschuldigung, warte mal ganz kurz. Eine Frage an dich. Du siehst aus wie ein Bekannter von mir. Wie ist das hier eigentlich auf so einem deutschen Schützenfest unter all den Deutschen? Einsam. Einsam würde ich sagen. Bist du Einziger von der Fremdenlegion oder gibt es andere Kollegen noch? Ist ein Kollege noch. Gibt es eigentlich auch Schützenkönig? Ja, natürlich. Wo ist der? Der ist jetzt wahrscheinlich im Rathaus. Warum heißt Schützenkönig? Hat er einen in der Krone? ماز من خاندلة هذا اللي بالحاسم أرس مكان شن ده الخاين شن ده الحلا بصار هذي بس هاي شوتن فيس كناو بس استا شوتن فاين Heimatverein. Heimatverein? Ja. Was macht man so auf dem Heimatverein? Saufen. Dürfen Frauen mitmachen? Im begrenzten Maße, ja. Aber leider noch nicht mit Marschieren. Was heißt leider? Prost, Biersäcke! Prost, du Sack! Also Frauen haben keine Gewehre, dürfen nichts schießen, gar nichts. Wir vermeiden das einfach. Oder eher die natürlichen Waffen der Frau, wie zum Beispiel Nudelholz. Ja, sie werden ja öfter eingesetzt, wenn man nach Hause kommt, ne? Szeneladen. Du kommst hier nicht rein. Die Frisur hält. 23 Uhr. Disco-Einlass. Du kommst hier nicht rein. Die Frisur hält. 1 Uhr. Cocktailbar. Du kommst hier nicht rein. Perfekter Halt dank Dreierfahren. Denn nur Dreierfahren gibt ihrer Frisur den perfekten Halt für den ganzen Tag. Ich war diese Woche übrigens mal an einem Ort, den noch kein Deutscher je betreten hat. Ein türkisches Café. Kennt man ja nur vom Reingucken. Man traut sich nie auch mal da reinzugehen. Aber die vom türkischen Café hier in Köln haben mich netterweise eingeladen. Und da bin ich einfach mal hin. Ich muss sagen, ich bin mit den Jungs sofort warm geworden. Ich muss zugeben, ich wusste auch nicht so, wie wird's da drin und so. Man, wenn man da nicht in so einer Familie ist, wie ihr es seid, ja, dann weiß man nicht, wenn wie ich jetzt mit dir hier zusammensitze, darfst du auch nicht vor Dings sein, wenn ich so jetzt mache und so. Das ist halt. Kannst du mal ganz kurz die Kamera abschalten? Was sich sehr viele Zuschauer fragen werden, ist die Ketten. Haben die das nicht? Eine Bedeutung in der Moschee, aber ja, genau. Hier nicht. Hier so eine Spielerei, weil man sich so daran gewöhnt hat. Hier kannst du zum Beispiel machen. Sag so. Mal. Die coolen Türken, dann gehen die so, weißt du, hier so, Jacke so. Und dann sind die Machos in der Sicherheit. So, ne, und dann haben die, wenn ich Stress brauche, hey, Akra, ich weiß, du, hey, komm her, kriegst du direkt auf die Maul, ne. Weißt du, so haben die dann gemacht.
Weißt du, wie zwei Italiener sich grüßen? Nee. Also zwei Türken grüßen sich so, weißt du, wie der eine so, ne? Ja. Hey, alles klar, mein Bester, so, ne? So. Das sind die Türken jetzt? Das sind die Türken. Die Italiener grüßen Türken. Dann so. Du musst jetzt deine Hand in mein Portemonnaie draußen. Ach so. So, weißt du, wir grüßen dich so, weißt du. Hast da was drin, so, weißt du. Ja, so. So. Alles klar, Leute. Ja, das war vielleicht lustig, aber der Typ ruft nicht mehr an. Die waren doch alle super nett, nur schade fand ich, dass nicht mehr Leute da waren. Und da haben wir uns einfach gedacht, so ein toller Laden, der braucht ein bisschen Werbung. Für Kölns Nachtschwärmer ist das türkische Café seit Jahren eine Institution. In den großzügigen Räumen fühlt man sich sofort wohl. Das Konzept mit Holzinterieur und warmer Beleuchtung geht voll auf. Die geschmackvolle Einrichtung versprüht Weltstadt-Flair und besticht durch liebevolle Details. Sehen und gesehen werden ist das Motto in diesem Szeneladen. Hier trifft sich die Fun Generation zum relaxten Chillen in entspannter Club-Atmosphäre. Nur mit viel Glück ergattert man um diese Zeit noch einen der begehrten Plätze direkt an der Bar. Da darf die Happy Hour natürlich nicht fehlen. Von 16 bis 17 Uhr gibt es hier für wenig Geld den leckersten Tee der Stadt. Spätestens ab 18 Uhr brennt dann die Luft. Flirt Faktor 10. Hier muss wirklich keiner alleine nach Hause gehen. Das türkische Café. Nach wie vor ein Hotspot für Vergnügungssüchtige. Bestimmt auch in Ihrer Nähe. Ich hab wieder was ganz Tolles für Sie entdeckt. Und zwar in der griechischen Zeitschrift Ok. Oder Bok. Dok, ich habe keine Ahnung. Im griechischen Stern. Und zwar das hier. Ganz tolle Flirtlines. Schauen Sie mal hier. Ja? Da können Sie lauter schöne Menschen anrufen. Diese hübsche Frau oder auch einen hübschen jungen Mann. Oder auch diesen hübschen Mann hier. Yeah. Aber Vorsicht, das könnte ein teures Gespräch werden. Hallo, hallo, Sie müssen lauter sprechen. Ich kann Sie nicht verstehen. Mein Hörgerät ist am Arsch. Die beste Hotline von allen ist aber immer noch die von Sprechradio Süleyman. Hallo Leute, hier ist wieder Sprechradio Süleyman. Hast du Probleme oder was? Dann ruf an. Wenn nicht, ruf trotzdem an. Habe ich korrekte Autoradio zu verchecken? Erster Anrufer, Dieter aus Berlin. Was geht denn, da geht nichts? Ja, hallo Süleyman, ich glaube, ich bin schwul. Hast du schon mal einen Mann gebumst? Nein, aber... Wo ist das Problem? Brauchst du einen Mann oder was? Warte, ich besorg dir. Ey, du, bist du schwul oder was? Kruzifix, na, aber grüß dich, Süleyman. Servus, hier ist der Rudolf. Sprichst du Deutsch anständig erst einmal? Nein, ich bin nicht schwul, aber ich muss dauernd ans Essen denken. Bist du fett oder was? Nein, überhaupt nicht. Warum denkst du ständig ans Fressen? Ja, also es ist so, das Essen steht auf dem Herd und der Herd ist in meiner Wohnung und der Herd ist an und ich bin im Urlaub. Also was ich denke, was du denkst, was wir beide glauben, was du brauchst. Was? Du musst bald im Auto schlafen. Wieso? Brauchst du Autoradio? Ah. Dann nächste. Was geht oder geht nix? Hallo Sulemännchen, hier ist die Heike. Ich finde dich ganz dufte. Bist du schwul oder was? Nö. Dann machst du schnell, ich muss Mann finden für Dieter. Ja, also ich habe mich in den besten Freund meiner Freundin Sandra verliebt. Aber ich traue mich einfach nicht, das ihr zu sagen. Wie ist Nummer von Sandra? 530841. Wieso, Suleman? Suleman? Sandra! Heike Bums mit deinem Freund. Ja. Gut, das weiß ich. Ja, aber... Du brauchst dir nichts zu bedanken. Dieter! Ja, ich bin doch da. Ich habe Mann für dich gefunden. Ach, toll. Schreib auf. 530841. Du fragst du nach Freund von Sandra. Mach ich. Geh mal Bums, Mann, ruf mich wieder an. Das war's wieder. Sprechradio Süleyman. Bis zum nächsten Mal, ihr Arschlöcher. Und denk dran, wenn du fährst rote Golf mit Freiburger Kennzeichen, was du brauchst, ist der neue Autoradio. Es ist unglaublich, wo man uns überall zuguckt. Ich kann Ihnen das mal zeigen. Hier, auf unserer Homepage. Da gibt es hier einen schönen Weltkugel. Dann, wenn du drauf drückst, dann kann man sich da wundervoll eintragen. Da gibt es nämlich erstmal eine Weltkarte. Und Algerien, Spanien, hier ist Libyen, ist die Türkei, Deutschland. Wenn man drauf drückt, kann man weitermachen und sich dann registrieren lassen, aus welchem Land man kommt und was guckst du guckst. Aber eines hat uns doch etwas zu denken gegeben. Kein einziger Zuschauer aus China. Und wir haben lange überlegt, woran kann das liegen? Sehen Sie das hier? Das ist China. Null. Woran kann das liegen? Und nach einer Woche intensiven Denkens haben wir dann auch die Lösung gefunden. Die Chinesen verstehen mich einfach nicht. Und da muss ich jetzt was ändern.
Deswegen wird der Rest der Show ab sofort ins Chinesische simultan übersetzt. Und zwar von unserer Dolmetscherin Qing Jiang. Da unten können Sie sie sehen. Guten Abend, Frau Qing Jiang. Was? Sehen Sie, das ist kein Double oder irgendwie ein billiger Schauspieler. Das ist wirklich eine professionelle Übersetzerin. So, und wir üben jetzt erstmal ein bisschen mit ganz einfachen Sätzen. Hallo? Hallo, ich begrüße alle Chinesen. Hi, und ihre Fahrräder. Fischers Fritz fischt frische Fische. Haben Sie es gemerkt? Da kamen Sie schon ins Stolpern. Du kommst hier nicht rein. Gut. Auf Chinesisch heißt gut, ha? Ja, hao, ist gut. Oh, Sie können auch Deutsch. Nee, ich kann auch Deutsch. Muss ich dann jetzt Chinesisch? Auf, Frau Qing Jiang! Auf, sie übersetzt sogar das Trinken. So, übersetzen Sie das mal. Gut, wir brauchen Sie jetzt nämlich noch, Frau Qing Jiang, denn den nächsten Sketch gibt es natürlich auch zweisprachig. Wollen wir gleich zu mir gehen? Zu dir? Ja. Da kriegst du genau das, was du brauchst. Und das wäre? Mein Rasierapparat. Wenn du willst, kann sie jetzt ins Studio moderieren. Oh, wirklich? Ja, die Putzfrauen freuen sich auf ein bisschen Unterhaltung. Du bist gemein. Ich will deine blöde Show sowieso nicht mehr moderieren. Benita und ich, wir machen unseren eigenen Sender auf. Ach ja? Und wie soll der heißen? QVC. Komm, mein Schatz. Komm, Benita, wir müssen nach Moderatoren suchen. Kennst du einen guten? Ich kenn keinen. Uns fällt schon was ein.